zwei der häufigsten Krebsarten bei Frauen, der Brustkrebs und der Gebärmutterhalskrebs, können durch Untersuchungen rechtzeitig erkannt werden und das steigert natürlich die Heilungschancen. Über die wichtigen Vorsorgeuntersuchungen spreche ich heute mit dem Leiter der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, mit Herrn Primarius Professor Dr. Lukas Hefler. Herr Professor, gleich meine erste Frage. Ab wann, ab welchem Alter sollte denn eine Frau zur Vorsorgeuntersuchung gehen? Vielleicht vorab gleich mal zum Begriff Vorsorge. Die Untersuchungen, die Sie ansprechen, sind keine Vorsorge, obwohl es landläufig immer heißt, man geht zur Vorsorge, sondern es sind klassische sogenannte Früherkennungsuntersuchungen. Auf Ihre Frage, wie alt eine Frau oder ein Mädchen sein muss oder sein sollte, dass man zum ersten Mal zu Frauenärztin, Frauenarzt geht, kann man das nicht so genau festmachen. In der Adoleszenz, in der Jugend, ist ja die Versorgung sowohl von kinderärztlicherseits als auch dann mit Beginn der Pubertät frauenärztlicherseits vorgesehen. Das Thema, gerade wenn man 11, 12, 13 ist, ist vor allem HPV-Impfung und die Durchführung anderer Impfungen, die doch hauptsächlich von Kinderärztin, Kinderarzt durchgeführt werden. Gespräch mit dem Frauenarzt, mit der Frauenärztin ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn ein Mädchen daran denkt, ersten Verkehr zu haben. Da geht es dann um Themen wie Verhütung, Kondomverwendung und so weiter, aber auch um die Möglichkeit, eine etwaig noch nicht durchgeführte HPV-Impfung nachzuholen. Sie haben es jetzt schon angesprochen, die HPV-Impfungen. Impfungen können diese Infektionen verhindern, zu einem Großteil. Wie dringend soll man denn so eine Impfung in Anspruch nehmen? Ziel von der WHO ist, dass bis 2030 90% aller Buben und Mädchen geimpft sind. Da sind wir in Österreich noch ein Stück weit entfernt. Wir sollten alle Anstrengungen unternehmen, möglichst viele Mädchen und Buben möglichst frühzeitig, also wirklich mit 10, 11, 12 Jahren, diese Impfung zukommen zu lassen. Wenn ich jetzt geimpft bin, erspare ich mir dann die eben Untersuchungen, die dann folgen. Sie haben gesagt, nicht Vorsorgeuntersuchung. Erspare ich mir das dann? Sie haben völlig recht mit der Frage. Es ist so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt eine Veränderung am Gebärmutterhals oder in der Scheide entwickelt, deutlich niedriger ist, wenn man so eine Impfung hatte, versus wenn man die Impfung nicht hatte. Trotzdem ist es so, dass alle Experten eigentlich weltweit weiterhin empfehlen, dass man die regelmäßigen, nicht Vorsorge, sondern Früherkennungsuntersuchungen wahrnehmen sollte. Welche Untersuchungen sind denn das? Also beim Frauenärztin, Frauenarzt gibt es verschiedenste Untersuchungen, die im Rahmen der routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung durchgeführt werden. Das ist vor allem der Abstrich am Gebärmutterhals. Da muss man vielleicht auch erwähnen, das ist noch nicht so ganz bekannt, ab dem 30. Geburtstag ist ein sogenannter HPV-Test auch empfohlen. Also ist ein Test, der diese humanen Papillomaviren nachweist, gegen die sich ja auch die Impfung richtet, ist ein Abstrich genauso wie der ganz normale Pap-Abstrich im Bereich des Muttermundes. Thema Brust haben Sie auch schon angesprochen. Auch hier haben wir in Österreich die Möglichkeit, gratis Früherkennungsuntersuchungen anzubieten. Die beginnen ab 45 mit der Möglichkeit, dass man ab 40 ein sogenanntes Opt-in macht. Also eine Frau ab 40 kann sich im Rahmen dieses Früherkennungsprogramms anmelden. Die Intervalle von einer Mammographie bis zur nächsten sind 2 Jahre. Das, was es auch in Österreich gibt, dass in manchen Fällen zusätzlich zur herkömmlichen Röntgenuntersuchung der Brust auch ein Ultraschall gemacht werden kann, wenn er denn vom Röntgenfacharzt indiziert ist. Diese Früherkennung geht bis zum 70. Lebensjahr, kann aber darüber hinaus auch verlängert werden. Eine abschließende Frage. Alle diese Untersuchungen, die wir angesprochen haben, sind die schmerzhaft? Also, wer gerne zum Arzt geht, lügt wahrscheinlich. Ne?
Also ich weiß nicht, ob jemand sagt, sie oder er lässt sich gerne untersuchen. Ja? Ganz wichtig ist aber, man darf jetzt nur Früherkennungsuntersuchungen machen, die eine niedrige, wie wir im Fachjargon sagen, Morbidität haben. Das heißt, die Risiken sind gering, Schmerzen sind gering und so weiter. Also man darf jetzt keine Untersuchung machen, wo man schon von vornherein weiß, es ist sehr unangenehm. Ich glaube wohl, dass eine gynäkologische Untersuchung unangenehm ist. Dass sie wirklich schmerzhaft ist, hätte ich bis jetzt noch nicht gehört. Damit sind wir am Ende unserer 6 Minuten für Ihre Gesundheit. Ein herzliches Dankeschön an Sie, Herr Professor. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und Ihnen danke ich recht herzlich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen wie immer alles Gute für Ihre Gesundheit.